Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4. Ja, es geht weiter und ja, ich dachte mir, heute machen wir was ganz was Verrücktes. Heute gehen wir mal nach Diamond City. Wäre das nicht cool? Ja, aber erstmal wirst du hier ne, Essen holen und so. Sicher. Weil, ja, ich bin hier gerade in diesem Örtchen hier, Hangman's Alley oder wie das heißt. Und rein zufällig ist hier mal ein Siedler. Man sieht Siedler, wer hätte gedacht, ja. Nach Diamond City wollen wir, nach Diamond City gehen wir. Wenn wir Diamond City jemals finden unten auf der Minimap, warum sieht man die denn jetzt nicht? Das finde ich ein bisschen rassistisch, aber ist ja nicht weiter schlimm. Komm, Doc Meat, wir gehen raus. So, was gibt's Neues? Eigentlich gar nichts. Ich habe einen neuen Mod installiert und zwar für bessere Warnungen, wenn da läuft jemand. Wenn Dingsterbums hier, ne? Wenn einer unserer Siedlung angegriffen wird, dann steht das nicht mehr oben links in der Ecke, sondern so ein Warnungsfenster ploppt dann auf. Das finde ich eigentlich ganz cool. Muss ich nicht mal ganz kurz gucken, dass wir in die richtige Richtung laufen. Und ja, ich habe mir letztens noch was geht denn hier ab? Hunde, die Karawane angreifen. Wie unfair. Letztens noch die Dingsbums mitgenommen, die Maschinenpistole da, hier, die ihr eben gesehen hattet. Dachte ich mir, ist vielleicht ganz witzig. Mal unterwegs drauf einzuspähen. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Allahu Akbar. Jagt er sich jetzt schon in die Luft? Ne, der geht weg. Hopp, 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 hopp. Nicht so schnell, mein Freundchen. Guck mal das. Ha, Miniaturmümmel. Ha, abgezogen. Das ist natürlich praktisch, aber jetzt ist hier überall gerade Krieg. Das ist nie so praktisch. Außerdem habe ich, seitdem ich ja wieder mein Handy habe. Oh, Versorger. Das war eine schlechte Idee, die Schrofflinte auszupacken. Aber egal, das war meine Idee, von daher kann es ja nur eine schlechte Idee gewesen sein. Ach, Versorger ist unsterblich, dann sagt das doch gleich. Ja, ich habe mir, seitdem ich ja wieder mein Handy habe, mal die Dings, ja, diese komische App da geholt. Und jetzt kann ich auf meinem Handy auf mein Inventar zugreifen und Stimpaks benutzen und hast du nicht gesehen. Wollen wir das mal machen? Guck mal. Right away gefressen und Stimpak. Ah, Stimpak, bitte. Ja, geht doch. Ist das nicht cool? Also, wenn das nicht cool ist, dann weiß ich echt nicht, was cool ist. Gut. Du glitschst so ein bisschen durch die Wand, das finde ich nicht so lustig. Aber trotzdem müssen wir damit hier irgendwie zurechtkommen. Ich will auch, ich will auch. Ha! Da bist du kaputt, ne? Blöder Mann, das ist ein Hund und eine Frau, aber naja, gut. Wir brauchen echt mal irgendwie vernünftige Waffen. Beziehungsweise mehr Munition. Na, Dogmeat? Bist du wieder kaputt? Ich würde dir auch gerne Stimpak reindrücken, aber du bist gerade wieder so ein bisschen verglitscht. Seit wann hat die einen Flammenwerfer? Na egal. Hallo, Karawanenwache. Schön, dass du da bist. So, dann wollen wir erstmal. Ach, Diamond City sind wir schon hier. Guck mal einer an. Da wollen wir aber erstmal. Hi. Ja, ich schmeiß alles weg. Wollen wir erstmal hier die Typen alle looten? Hier ist ja ziemlicher Weltkrieg entbrannt. Kam mal gerade noch mal rechtzeitig, ne? Du fettes Vieh, lass mich da mal hier rein. Ja, oder teleportiere dich weg. Das funktioniert auch. Warum sollte das so nicht funktionieren? So, wir brauchen ja ein bisschen Muni. Von daher haben die ja vielleicht was Nettes dabei. Das wäre ja mal ganz witzig, ne? Aber es scheint mir irgendwie nicht so zu sein. Was macht er denn jetzt hier oben? Haut mal ab. Komische KI immer. Ob's da aber noch was gibt? Muss mich doch mal hier hin. Ne, hier gibt's natürlich wieder nichts. Warum auch? Ne. Nee, aber dafür gibt es hier noch ein paar Kronkorken und eine Kampfrüstung. Ja, nicht so, ne? Ich habe hier meinen super coolen Anzug. Da fallen wir besser nicht rein.
Bei mir gefällt mir das ja, dass man hier auf den Dächern lang latschen kann, aber bis jetzt hat das nicht immer so einen großen Sinn, weißt du? Weißt du Bescheid? Irgendwann bettelt sich da noch schon wieder, aber es ist mir auch gerade erstmal wurscht. Denn ich suche gerade erstmal einen Weg, wie man hier runterkommt. Ah, hier, Schild. Schilder sind immer gut zum Runterkommen. So, wieder unten auf dem Boden der Tatsachen. Hallo Dogmeat, schön, dass du auch da bist. Gut, dann gehen wir mal weiter nach Diamond City, bevor wir wieder nach Afrika, in Afrika herauskommen. Ist aber so viel zu tun hier in dem Spiel, ne? Das ist furchtbar. Weiß man gar nicht, wo man zuerst hingehen sollte, aber heute gehen wir mal nach Diamond City. Das wollten wir schon längere Zeit mal, beziehungsweise das sollten wir schon längere Zeit mal. Und heute machen wir es einfach mal aus Jux und Dollerei. So ein bisschen mal ab und zu mal die Story vorbeibringen. Protected by the wall. Wäre ja nicht das Schlechteste, nicht wahr? Ein bisschen Vertex noch einsammeln. Nochmal ein Stimpack reinpfeifen. Ja. Jawohl. Oh, ist das cool. Brauchen wir nicht mehr. Hallöchen. Brauchen wir nicht mehr den Pip-Hall zu öffnen. Dann kommen wir direkt über die App. Yeah, man. Richtig toll und so. Yeah, man. Sachen gibt's. Na gut. Diamond City. Wir müssen hier lang, Dogmeat. Wir müssen hier lang, aber erstmal kümmern uns ja auch noch um Sean, hast du ja recht. Ach, Hallöchen, Wache. Hi. Mutanten sind echt schwer umzulegen, was? Danke für deine Hilfe. Ja, tu, was ich kann, ne? Was soll das heißen, du kannst das Tor nicht öffnen? Hör auf mit dem Mr. Nee. Verdammt, ich stehe hier völlig schutzlos in der Gegend. Ich hab Befehl, dich nicht reinzulassen, Piper. Tut mir leid, ich mach nur meinen Job. Du machst nur deinen Job. Diamond City zu beschützen heißt also, mich draußen zu halten, ja? Oh, sieh nur, das ist die furchteinflößende Reporterin. Tut mir wirklich leid, aber Bürgermeister McDonough ist stinksauer, Piper. Er meinte, dass der Artikel, den du da geschrieben hast, nur aus Lügen bestünde. Die ganze Stadt ist in Aufregung. Los, mach sofort dieses Tor auf, Danny Sullivan. Ich wohne hier, du kannst mich nicht einfach aussperren. Verdammt, Danny, mach auf! Ich glaube nicht, dass Danny aufmachen wird, aber können wir dir mehr helfen? Diese Person ist du beschäftigt. Du willst doch nach Diamond City, oder? Wer bist du? Auf der Durchreise kein Interesse. Ja, ich will rein. Wer bist du denn? Was? Wer bist du? Psst. Spiel einfach mit. Was hast du gesagt? Du bist ein Händler aus Quincy? Und du hast genug Waren, um den ganzen Laden für einen Monat zu versorgen? Hast du das gehört, Danny? Machst du jetzt das Tor auf und lässt uns rein? Oder willst du dieser irren Myrna erzählen, dass ihr wegen dir Vorräte für einen Monat durch den Lappen gegangen sind? Na gut. Kein Grund, gleich so bösartig zu werden, Piper. Einen Moment. Geh besser schnell durch das Tor, bevor Danny kapiert, dass wir ihn nur verarscht haben. Diamond City, du zuerst. Ich lass mich nicht umher. Du zuerst. Du zuerst. Nur zu gerne. Okay. Dogmeat, kommst du auch rein, bevor er merkt, dass du uns verarscht haben. Wer hat dich denn wieder reingelassen? Ich habe Sullivan gesagt, dass er das Tor für dich nicht aufmachen soll. Du hinterhältige, aufrührerische Verleumderin. Diese Ansammlung von Lügen in deiner Zeitung. Unglaublich. War das eine offizielle Ankündigung, Bürgermeister McDonough? Diktatorischer Bürgermeister lässt Presse aus. Warum fragen wir nicht den Neuankömmling? Was sagst du zu freier Presse? Der Bürgermeister will die Redefreiheit nämlich abschaffen. Welche Zeitung denn? Nicht meine Angelegenheit. Hasse Zeitung, Zeitung unterstützen. Eigentlich sind Zeitungen ja schon nicht schlecht, wenn sie denn die Wahrheit erzählen, nicht? deswegen weiß ich nicht, was hier momentan abgeht, deswegen frage ich erstmal, welche Zeitung. Von welcher Zeitung redest du? Meiner. Public Occurrences. Wir sind die Stimme der Wahrheit. Also, bist du für uns oder gegen uns? Ja, es ist eigentlich wirklich nicht meine Angelegenheit, ne? Also. Diese Sache geht mich eigentlich nichts an. Oh, ich wollte dich nicht in diese Auseinandersetzung hineinziehen, Kollege. Nein, ganz und gar nicht. Du siehst aus, als würdest du wunderbar nach Diamond City passen. Meinst Willkommen du? Im großen grünen Juwel des Commonwealths. Sicher, glücklich, ein wunderbarer Ort für einen Besuch, für einen Einkaufsbummel oder um sich niederzulassen. Und lass dir von diesem Schmierfink da bloß nichts anderes einreden, ja?
Ich habe schon mehrere Wohnungen, aber trotzdem danke. Streit zwischen euch, was auch immer, red keinen Mist, klingt gut. Ja, Streit, ne? Worüber streitet ihr beiden eigentlich? Was glaubst du? Wenn man Lügen druckt, sind alle glücklich. Aber wenn man die Wahrheit druckt. Also, bist du aus einem bestimmten Grund in unserer Stadt gekommen? Ich suche nach etwas. Ja, eigentlich schon, ne? Nicht antworten, vermisste Person. Ja, vermisste Person. Ich bin auf der Suche nach jemandem. Du suchst jemanden? Wen denn? Vermisste Person, einen Jungen nicht antworten. Eine vermisste Person. Mit wem sollte ich sprechen, wenn ich eine vermisste Person finden will? Nun, eins kann ich dir sagen. An die Diamond City Sicherheit brauchst du dich nicht zu wenden. Okay. Hör nicht auf sie. Zwar können unsere Sicherheitsleute nicht jedem Fall nachgehen, der gemeldet wird, aber ich bin sicher, dass du hier Hilfe finden wirst. In Diamond City gibt es jede nur erdenkliche Dienstleistung. Einer unserer großartigen Bürger wird bestimmt die Zeit finden, dir zu helfen. Wie nett. Wer kann denn helfen? Der Bürgermeister einer großen Stadt kennt doch sicher jeden. Wer kann mir helfen? Nun, Ha! Es gibt da einen Mann, Nick Valentine. Eine Art Detektiv, der sich darauf spezialisiert hat, Leute aufzuspüren. Meistens wegen irgendwelcher Schulden und so weiter. Oh, so, jetzt muss ich aber los. Es tut mir leid, dass die Diamond City Sicherheit keine Zeit hat, dir zu helfen, aber ich bin sicher, dass Mr. Valentine vernünftige Preise hat. Naja. Das ist doch lächerlich. Ich will die Wahrheit, McDonough. Was ist der wahre Grund dafür, dass nie ein Sicherheitsmann zu sehen ist, wenn es um verschwundene Ich Personen habe geht? jetzt genug davon, Piper. Du und deine kleine Schwester sind hiermit offiziell Ja, red nur verwarnt. weiter, McDonough. Mehr kannst du ja auch nicht. Ich bin beeindruckt. Schieb meinen Hund nicht Es weg. ist nicht so einfach, McDonough Informationen zu entlocken. Warum kommst du nicht mal in meinem Büro vorbei, wenn du bei Valentine warst? Ich glaube, ich habe gerade meine nächste Story gefunden. Ah ja. Ja, so eigentlich, wie gesagt, sie hat ja eigentlich recht mit der Pressefreiheit, aber wenn die dann halt nur so Scheiße schreibt, hust, wie gewisse andere Zeitungen, hust, dann braucht man auch keine Zeitung. Ja, deswegen, ich weiß nicht, was das für eine ist, deswegen, ne, lassen wir uns mal lieber noch nicht drauf ein. Wer bist du denn hier? Danny Sullivan. Hi. Du bist Sullivan, oder? Du bist also der Händler, von dem Piper gesprochen hat, ja? Irgendwie glaube ich, dass sie mich wieder reingelegt hat. Habe ich recht? Ich habe nicht gelogen. Tut mir leid. Ja, ich habe nicht gelogen. Das war nicht gelogen. Morgen kommt meine Karawane mit den ganzen Waren an. Ernsthaft? Und du verarschst mich auch nicht? Oh, in dem Fall will ich gleich mal eine Anzahlung machen. Ich brauche ein paar Teile für das Tor. Hier, bitte. Naja, wie dem auch sei. Willkommen in Diamond City und so weiter. Ich muss jetzt wieder an die Arbeit. Ja gut, ich dachte jetzt ehrlich gesagt, dass er sagt, ich habe dich nicht belogen, aber... gut, wenn meine Karawane morgen kommt, ne, dann will ich nichts gesagt haben. Gehen wir mal rein hier. Ach, natürlich wieder Ladezeiten. Jetzt gedacht, Halleluja. So, wäre diese Ladezeit auch wieder gegessen. Entdeckt Diamond City. Ja. Kann sich ja sehen lassen. Ich würde gerne den Dialogen alle lauschen, aber die haben teilweise immer so lustige Bugs, dass die dann halt einfach mal Hey, Kleine. Abbrechen. Wie verkauft sich die Zeitung so? Naja, die Presse läuft auf Hochtouren. Oder so. Der Motor wird bald den Geist aufgeben, wenn wir ihn nicht ersetzen. Ach, das sagst du schon seit Wochen und das Ding läuft noch. Mach dir nicht dauernd so viele Gedanken. Ich muss ins Büro. Ruf mich, wenn du wütende Politiker auf dem Weg zu uns siehst. Warum? Stimmt was nicht? Piper? Piper? Spioniert das Institut auch euer Zuhause aus? Lest die Public, dann wisst ihr es. Ja, komische KI. Hallo, kleines Mädchen. Hallo. Kostenlose Zeitung für Neuankömmlinge. Wenn dich das Institut nachts holt, haben wir dich immerhin gewarnt. Na, ist ja nett. Das Institut, sarkastisch, brauche ich nicht, danke. Das Institut. Das Institut? Du hast noch nie was vom Institut gehört, Mister? Ja, schon, aber nicht ausführlich, ne? Nachts Leute und man hört nie wieder was von ihnen. Steht alles in der Zeitung. Solltest du besser lesen, bevor sie dich auch erwischen. Ja, dann immer her damit, ne? Wer ist denn verschwunden? Was auch immer. Wer ist denn verschwunden? Wer ist denn verschwunden? Fremde, Bewohner aus der Stadt, Snobs aus den Stands. Scheint, dass etwa einmal im Jahr jemand verschwindet. Und wir alle wissen, warum. Also pass besser auf. Das Institut ist da draußen. Und sie machen bestimmt auch nicht vor dir Halt. Wie gesagt, steht alles in der Zeitung. Ja, man soll aber auch nicht alles glauben, was in der Zeitung steht, ne? Was auch immer, das ist unfair. Ich glaube dir einfach mal. Ich glaube dir ja. Danke. Tja, du
Du bist echt ein verlorenes Schäfchen in der Wolfshöhle, Mister. Das ist nicht nett. Die synthetische Wahrheit hinzugefügt und eine E-Mail. Habe ich da schon. Danke trotzdem. Guck mal nochmal nach. Inventar. Könnte ich auch über die App machen, ne? Na gut, diverses. Wo haben wir es denn? Jetzt habe ich den Namen vergessen. Scheiße. Die synthetische Wahrheit. Genau, lesen wir das nochmal. Schöne Zeitung. Oktober 2287. Die synthetische Wahrheit von Piper White. Weiter. Nudeln. Achso, doch, ich dachte, das wäre was anderes. Nudeln, wir alle essen sie, wir alle lieben sie. Und Power Noodles ist schon seit 15 Jahren eine feste Institution in Diamond City. Von Takashis steifem mechanischen japanischen... Was? Mechanischem Japanisch? Über den intensiven Geruch jeder Schüssel fehlen Übhütchen. Bis zu jedem feurigen Bissen. Der Genuss von Nudeln ist eine der großen menschlichen Erfahrungen, die jeder kennt oder etwa doch nicht. Genau diese Frage kam in mir auf, als ich letzten Mittwoch gegen 17 Uhr am Tresen von Power Noodles saß und mein Abendessen zu mir nahm, wie schon so viele Male zuvor. Dann sah ich, wie Bürgermeister McDonough sich auf einen Stuhl setzte und exakt das gleiche Ritual begann. Die rechte Hand streckte sich vor, der Mund öffnete sich, kaute Zähne. Ja, er aß Nudeln. Eine Erfahrung, die fast jeder Bewohner von Diamond City kennt. So muss es auch den Bewohnern von Diamond City vor fast 60 Jahren vorgekommen sein, als sie an einem ungewöhnlichen warmen Abend im Mai 2229 um genau diesen Tresen herum saßen. Aber das war die Zeit vor Takahashi und seinen Nudeln, als es in der Bar statt Nudeln eiskalte Nuka-Cola, schaumiges Bier und kräftigen Whisky gab. Der Name des Barkeepers war Henry, und auch in dieser Nacht verhalf er den Gästen zu den großen menschlichen Erfahrungen des Trinkens, Rauchens, Redens und Lachens. Aber dann kam es zu einer Tragödie. Es gibt nicht mehr viele unter uns, die alt genug sind, um sich an diesen Abend zu erinnern. Einige der Ghoul-Bewohner hätten sicher etwas dazu sagen können, während sie dank Bürgermeister McDonoughs Anti-Ghoul-Gesetz von 2282 nicht gewaltsam aus der Stadt vertrieben waren. Ach du Scheiße. Aber es gibt noch eine Person unter uns, die sich genau an die Ereignisse dieses Abends erinnert. Die hoch angesehene Matriarchin Eustace Hartshorn, die uns ihre Geschichte in einem exklusiven Interview erzählte. Oh ja, ich war da, hab an der Bar gesessen, so wie du jetzt vor mir sitzt. Ich war 22 und wollte einfach ein bisschen Spaß haben. Hinter der Mauer war ich in Sicherheit, wir alle waren das. Also was sollte schon passieren? Und eins kann ich dir sagen, dieser McCarter hat es einen echt leicht gemacht. Er war an diesem Tag in die Stadt gekommen. Meinte, er käme irgendwo aus den Westen. War nicht wirklich wichtig. Viel wichtiger waren sein Grinsen, sein Lachen und seine Art, durch die sich jeder sofort locker und entspannt fühlte. In dieser Nacht haben wir uns in der Bar irgendwie alle um ihn gedrängt. Jeder wollte mit ihm reden oder etwas über den Zustand des Commonwealths erfahren. Und Mr. Carter kümmert sich um jeden von uns. Es war wunderbar. Und dann auf einmal war es schrecklich. Eustace fiel es sichtlich schwer, die Geschichte über diesen Abend fortzusetzen und den Moment, in dem alles anders wurde und die Wahrheit über Mr. Carter ans Licht kam. Wir hatten so etwa 3 Stunden geredet und getrunken. Mr. Carter hatte da vielleicht 4 oder 5 Drinks intus. Er schien etwas betrunken zu sein, so wie wir alle. Und dann passierte es. Er lächelte und dann verschwand sein Lächeln plötzlich. Sein Gesicht fing an zu zucken und es sah irgendwie sehr komisch aus. Ich erinnere mich noch ganz genau daran, als wäre es gestern gewesen. Er griff in seinen Mantel, holte einen Revolver heraus und BÄM! Er schoss Henry den Barkeeper direkt in den Kopf. Er zögerte nicht, er zeigte keinerlei Gefühlsregung. Mr. Carter hat Henry so beiläufig getötet, als hätte er einen Drink bezahlt. Aber sein Gesicht zuckte immer weiter und dann war die Hölle los. Das kann ich dir sagen. Was Eustace hier beschreibt, ist natürlich der berüchtigte Vorfall, der inzwischen als zerbrochene Maske bekannt ist. An diesem Abend erfuhren die Bewohner des Commonwealth zum ersten Mal, dass das Institut eine geheimnisvolle Wissenschaftsorganisation, die für die Entwicklung von Kampfandroiden verantwortlich ist, ein so fortschrittliches Modell gebaut hatte, dass es sich in der menschlichen Gesellschaft bewegen konnte, ohne Aufsehen zu erregen. Das Institut hatte seine Androiden irgendwie zu synthetischen Menschen weiterentwickelt. Synths.
Nachdem er Henry erschossen hatte, feuerte Mr. Carter noch auf 3 oder 4 andere Personen. Wie gesagt, es brach die Hölle los. Die Sicherheitsleute kamen und eröffneten das Feuer, aber Mr. Carter schoss einfach immer weiter und schleuderte Menschen durch die Luft. Irgendwann hatten die Sicherheitsleute ihn dann endlich erledigt. Wir alle dachten, sie hätten einen Mann getötet, der einfach amok gelaufen war. Und er lag auch da wie ein toter Verrückter. Es war schrecklich. Aber dann sahen wir da Plastik und das Metall. Das war noch eins der frühen Synth-Modelle. Synth-Modelle. Und uns wurde klar, dass er gar kein Mensch gewesen war. Da wussten wir es. Das Institut war nicht nur da draußen, es war jetzt überall unter uns. Ist das jetzt wieder eine normale Stimme? Niemand fand je heraus, weshalb der Synth, den wir als Mr. Carter kennen, all die Menschen getötet hatte. Einige glaubten, dass er irgendwie vom Institut ferngesteuert worden war, um seine Kampfstärke zu ermitteln. Andere meinten, dass er eine Fehlfunktion hatte und eigentlich niemanden töten sollte. Diese These wird von den Zuckungen in sein Gesicht gestützt, aber zu dieser Zeit schien das Warum kaum von Bedeutung zu sein. Viel wichtiger war, dass die Gesellschaft des Commonwealths von einer Organisation unterwandert worden war, deren Ziele und Beweggründe niemand kannte. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Dabei wurde ein Zimpfmodell verwendet, das nicht einmal so fortschrittlich war wie jene, die mittlerweile im Dienst des Instituts stehen. Was uns wieder zurück zu den Nudeln bringt. Genauer gesagt zu den Nudeln, die Bürgermeister McDonough letzten Mittwoch gegessen hat. Genau an der Stelle, an der der Synth Mr. Carter durchgedreht ist und mehrere Menschen getötet hat. Nachdem er über Stunden eine Erfahrung geteilt hatte, von der die Bewohner Diamond Cities glaubten, sie sei Menschen vorbehalten. Sie haben sich geirrt. Tun wir das auch? Das weiß ich nicht, aber das ist auf jeden Fall schon eine krasse Geschichte und auch eine krass lange Geschichte. Dankeschön für die Zeitung, hat mich sehr unterhalten. Okay, die haben wir ja schon, die Wahrheit. Du wirst nicht glauben, worum es in der nächsten Ausgabe geht. Wart nur ab. Um Nudeln. Was mir jetzt so spontan die Frage aufdrängt, oder nicht die Frage, sondern mehr so... ja, was sich mir so spontan aufdrängt, wenn der Bürgermeister jetzt angeblich, wenn die Wachleute... Wenn die Wachleute wirklich nie zur Stelle sind, wenn jemand verschwindet, ne? Steckt dann vielleicht der Bürgermeister mit drin, ne? War so eine These. Ich weiß es natürlich nicht. Ich habe gehört, dass es im alten Theaterviertel eine Bar nur für Raider gibt. Das Combat Zone. Würde mich an deiner Stelle von dort fernhalten. Danke für deine Meinung, aber warum? Ja, was? Warum ist das immer noch? Ja, verstehe ich nicht. Aber es... Wer in Wahrheit eins von diesen Dingern ist, dann seine Sekretärin. Sie und ihre perfekte Frisur. Mhm. Die Sekretärin des Bürgermeisters. Komm schon mal. Ich schneide ihr die Haare und ich erkenne menschliches Haar. Aber das ist es doch, Johnny. Dir würde der Unterschied überhaupt nicht auffallen. Wenn du McDonough mit deinem Rasiermesser schneiden würdest, würde er bluten. Das hat gar nichts zu sagen. Hier bei uns nennen wir deinen Haarschnitt den Plünderer Spezial. Die kleinen Blutflecken geben dem Ganzen eine persönliche Note. Wäre vielleicht mal wieder Zeit für einen neuen Schnitt. Nein, eigentlich nicht so. Optionen vielleicht. Welche Möglichkeiten habe ich? Alles ist möglich. Glatze, lange Haare, kurze Haare, Zöpfe, Stufen. Ja, es ist leichter, wenn ich es dir einfach zeige. Ich habe hier einen leeren Stuhl, der nur auf dich wartet. Ja, mein Gott. In Ordnung. Setz dich, entspann dich und lass mich ein bisschen zaubern. Wir können ja mal schauen. Vielleicht können wir ja doch leckere Haare bekommen. Das wäre ja voll schön. Oh, mein Hut ist weg. S, schätze ich mal. Gamma, Antiheld. Wow. Eigentlich wäre so ein Antiheld... Wobei, wir sind ja nicht die Anti-Held zugesehen, ne? Das ist ja das Problem. Oh. Und irgendwie alle labern noch im Hintergrund weiter. Oh, ne, ne. Haarknoten. Schalt es mal nicht so richtig nach hinten, ne? Oh, das sieht cool aus. Das will ich haben, mit hinten so einem Zöpfchen. Ja, das nehmen wir. Das ist schön. Vielleicht noch ein anderer Bart. Also, jetzt macht er auf einmal eine Vorschau. Das ist für dich ja sehr nett. Ja, sind alle so lang. Hm. Spitzbart. Nee, Vollgas. Schade.
Dr. Soon? Der Name ist Soon. Was ist denn? Ach, wir nehmen einfach Kidbot. Okay. Jo. Hat gesagt, du bist für die Nachbehandlung zuständig. Wir haben Schnitte, die halten Tag. Ja, sogar hier reden alle. Näherreihen aus Bessere und Entzündungen behandelt, weil er unvorsichtig herumgeschnibbelt hat. Dann ja. Ich will den irgendwie allen zuhören, aber die labern dann dauernd, ne? Das ist mir nicht so nett. Was hat denn hier die Mutter noch zu erzählen? Hau doch mal ab. Hey. Du da! Erzähl meinem trotteligen Sohn mal, was Sache ist. McDonalds Sekretärin. Ist sie ein Zünd? Wo soll ich das denn wissen? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Du weißt es nicht? Was denn? Ist da nichts zwischen deinen beiden Ohren? Du hast doch gerade eben gesagt, dass man sie nicht von echten Menschen unterscheiden kann, Ma. Er weiß nicht, ob Geneva ein Zünd ist. Und du auch nicht. Also können wir das jetzt nicht hier lassen. Rede gefälligst nicht so mit deiner Mutter, Johnny. Aber er hat doch recht. Vielleicht sollten wir dir einfach eine Glatze schneiden. Nee, war nur Spaß. Es sei denn, das ist, was du willst. Bei mir ist der Kunde König. Ich will keine Glatze, nein, danke. Kein Interesse. Ein andermal? Ich war doch gerade erst bei dir, bist du blöd. Ich wollte ja nur mal mit deiner durchgeknallten Mutter sprechen, Malomi. Wow, okay, die sind ja auf jeden Fall alle auf dem Trip. Du. Verdammt, ich bin zu klapprig, um bei den Minutemen mitmachen zu können. Aber Sicherheitsdienst, ja, das ist ja toll. Okay, was bist du hier, der Fleischer? Hey, du, hab hier jede Menge Brahminfleisch am Haken. Ja, irgendwie nicht so. Brahminfleisch, vielleicht kein Interesse. Eigentlich nicht so, nein. Ich brauche nichts weiter. Ja. Ich würde zwar gerne mit dir reden, aber Brahminfleisch nicht so. Ist nicht so mein Begehr. Zu glauben, dass du das wirklich isst. Es gibt nur eins, was man im Dugout Inn kaufen sollte. Und das ist der Schnaps. Ich muss auch mal was essen. Was erwartest du denn bitte? Ein echter Sohn von Diamond City ist am Nudelstand. Ein kleiner Rat. Sag nie, dass deine Mutter ein Sünd ist. Es sei denn, sie ist wirklich einer. Ist nicht schön sowas. What the fuck? Okay. Ein Neuankömmling, was? Ja. Sprich mit Abbott an der Mauer, wenn du eine Geschichtsstunde willst. Ich würde ja gerne mit dir sprechen, aber ich sehe schon, du bist nur so ein NPC, der nichts zu melden hat. Okay, hier kriegt man also auch was zu fressen. Was ist das denn? We keep you in. Gut. Ah ja. Warte mal, ist das eine andere? Ne, ist die natürlich falsch. Hätte sein können. Supersalon, bekommst du endlich deinen Traum. Ja, wer bist denn du? Ein neuer Patient. Oh, das heißt, eine neue Akte anlegen. Hast du ein echtes medizinisches Problem oder bist du wegen einer Gesichtsoperation hier? Weder noch, nein. Jetzt gerade nicht. Sag Bescheid, wenn du es dir anders überlegst. Maris, ich wollte eigentlich mit dir sprechen, aber wenn du nur so Arztsachen besprechen möchtest. Okay, hier gibt's auf jeden Fall viele Orte zum Einsperren. Die Leute in der Stadt erschrecken sich vor ihrem eigenen Schatten. Ich sage, die sollten sich mal entspannen. Du bist Solomon. Du musst das Leben so nehmen, wie es kommt. Weißt du, wenn was Schlechtes passiert, sagt man am besten einfach Ja dazu. Okay, ich möchte trotzdem mit dir reden. Ich glaube an den Cam-Lebensstil. Wir alle haben Probleme. Warum sollte man da nicht mit Cams einen Gegenpol schaffen? Gut, ich spreche nicht mit dir. Wie du möchtest, ist mir auch egal. Was ist denn hier los? Ein Lager. Hier ist auf jeden Fall eine Power-Rüstungsstation. Das heißt, theoretisch könnten wir... Was du suchst? Nee. Kein Problem, wir haben alles. Gleich. Andere Läden haben vielleicht geschlossen, aber Diamond City Surplus hat 24 Stunden am Tag geöffnet. Wieso kann ich mir das einfach so nehmen? Oh, eine Haarklammerbox, das wäre noch die... Cool. Ah, ist ja... Okay, ich dachte, das wäre einfach nur eine Tür. Ich wollte die Haarklammern gerade klauen. Erstaunlich groß hier, Alter. Da bin ich ja in 5 Tagen noch nicht durch mit dem Erkunden dieser Stadt hier. Wer bist denn du? Ich kenne dich nicht. Also bleib weg von mir. Ja, warum? Sarkasse. Okay, dann mache ich mal einen auf Statue. Gut, sehr gut. Und jetzt beantworte mir eine einfache Frage. Bist du ein Mensch? Sünds werden bei mir nämlich nicht bedient. Nein, ich bin Jengles, der Mondaffe. Genau das würde ein Sünd tun. Der Frage ausweichen. Sowas wie du wird hier nicht bedient. Na, umso besser. Na, ne? Ich hab doch gesagt, dass so jemand wie du hier nicht bedient wird, du Sünd. Willst du mir jetzt etwa erzählen, du wärst ein Mensch?
Ich bin ein Mensch. Ich bin so menschlich wie an dem Tag, an dem ich geboren wurde. Du siehst schon aus wie ein Mensch, aber ich behalte dich besser im Blick. Ich habe Augen wie ein... Nun, sie sind jedenfalls sehr gut. Verstanden? Okay, wir können handeln. Aber kein Blödsinn, verstanden? Nö. Was verkaufst du denn? Was für eine Art Laden betreibst du hier eigentlich? Wir kaufen und verkaufen hier alles. 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag. Der Roboter kümmert sich nachts um die Kunden. Er ist der Einzige, dem ich traue. Bei ihm weiß ich wenigstens, dass er eine Maschine ist. Vielleicht ist er aber auch ein Mensch. Kann man ja auch nicht wissen, ne? Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Hier. Aber sag bloß nicht Schrott dazu. Schrott? Oh, der Blick. Du hast ja echt eine Menge dabei. Ich bin ja stolz auf dich. Nicht so viel nächstes Mal. Okay, irgendwas ist hier glitchy. Das ist schön. Dann halt nicht. Die sind hier auf jeden Fall alle so ein bisschen durchgeknallt. Ohne so ein bisschen. Fällt fast nicht auf. Ich möchte dich trotzdem irgendwie gerne beklauen, aber ich glaube nicht, dass das so eine gute Idee ist. Ja, ich bin theoretisch versteckt. Theoretisch können wir ja mal ganz schnell entdeckt werden. Ich will an den Computer ran. Mein Gott, musst du jetzt runterkommen, du blöde Kuh. Gut, dann gehen wir erstmal wieder raus. Meine Fresse. Viel mehr noch. Ich würde erstmal sagen, wir machen erstmal einen Cut und wir erkunden Diamond City dann in den nächsten Parts weiter. Scheint ja eigentlich noch ein bisschen, Erkundungsbedarf dahinter zu stecken. Und dann danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, ne? Da passiert, glaube ich, gleich was. Bis gleich. Ja, oder so. Na, tschüss.